Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Donny Danger Racing Team. Der Papa hat etwas am Ladedruck gespielt, am Mapping wieder etwas geändert. Wir haben ein bisschen mehr Vorzündung gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht kurz irgendwie einen leeren Spot auf der Autobahn erwischen, dass wir mal durchbeschleunigen können. Mal lediglich leicht Gas gegeben jetzt. Drosselklappenstellung 2% oder so. Man merkt schon wieder, was da Energie drin steckt in dem Fahrzeug. Nur von dem kurzen Einrollen auf dem Beschleunigungsstreifen. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben jetzt im 6. Gang, 5. Gang. Da sagen wir, machen im 4. Gang mal einen Pull. Wenn die Öltemperatur passt. Jetzt ziehen wir mal durch. Wahnsinn. Wahnsinn. Unvorstellbar, was das Schub abgibt. Dann warten wir mal, dann müssen wir wieder was sehen. Jetzt ist frei, wir ziehen durch. Oh. Unvorstellbar! Im 4. und 5. Gang hat es das Ding nochmal aufgehoben. Trotz langer Schwinge, das ist abartig. Jetzt geben wir nochmal Gas. Wahnsinn! Lander schaut ganz gut aus. Aber auf Zeiten. Unglaublich, wie der Apparat ist. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Unbegreiflich. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Boah. Wir haben bei 300 den 5. Gang geschalten.
Wassertemperatur, Öltemperatur, alles in Ordnung. Der Hobel rennt einfach. Boah. Ist das heftig. Gut, da ist 120. Dann fahren wir 120. Oh, wir haben leider nur ein kurzes Stück unbegrenzte Autobahn, aber heute war endlich mal schön frei. Aber stellt euch das mal vor, wir haben bei 300 in fünften geschalten. Und jeder Gang hat so einen langen Zug, dass ganz aus ist. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich bei 350 war dann der fünfte Gang aus gewesen. Und dann schaltet es den sechsten. Also 400 spielend. Ja, aber sowas kann man wirklich nur machen, wenn man weit, weit, weit vorausschauen kann, weil du bist da echt nur noch am Zielen und am Abfeuern. Das Hirn kann so schnell da gar nicht mithängen. Wie du das selbst bei 250 nur nach hinten reißt. Nicht vom Wind, sondern vom, wie das anreißt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt nicht mal geschaut auf die Ladedruckanzeige, ich habe jetzt einfach mal am Dampfrad nach Gefühl ein bisschen aufgedreht. Ganz offen war es noch nicht. Sag ich mal so irgendwo in der Hälfte, ich weiß dann, keine Ahnung. Hoffe, dass man das im Video sieht. Ich habe hier die Ladedruckanzeige. Muss man mal schauen, was ein Boost gemacht hat. Aber im Boost selbst muss ich ganz ehrlich, klar, der Übergang von Sauger zu Boost ist heftig, aber im Boost selber die Leistungsentfaltung nach oben raus bis 11.000 habe ich jetzt einmal gedreht, die ist sehr, sehr gut. Also das, ich werde natürlich an dem Mapping weiterarbeiten, aber ich werde mir den Stand ist jetzt einmal so rauskopieren und die Map mal abspeichern, weil das ist ganz gut. Ich fahre jetzt an der Landstraße zurück. Und schauen wir mal, ob das auch normal fahrbar ist auf der Landstrecke, die Landstraße, die Map. Gut, Spritverbrauch natürlich vom anderen Stern. Wir haben losgefahren mit halb voll. Jetzt haben wir noch viertel voll nach, keine Ahnung, was das sind, 10 Kilometer. Aber eigentlich möchte ich den gar nicht sagen, den Spruch, weil er halt total abgedroschen ist. Aber Kraft kommt halt einmal vom Kraftstoff. Und Kraft hat der Apparat im absoluten Überfluss. Das kannst du dir nicht ausdenken. Hey. Brutal. Brutal. Aber jetzt fahren wir schön gemütlich. Fahren wir schön gemütlich Landstraße heim. Muss ich mal schnell mein Jäckchen wieder richten, weil Schulzeit ist vorbei. Darf man schon 50 fahren. Ja, es ist. Puh. Das ist beängstigend. Naja, was heißt beängstigend? Angst habe ich davor eigentlich nicht, aber bin jetzt doch die letzten zwei Ausfahrten mit der Super Duke gefahren. Aber die Super Duke, das ist ja, also jetzt ohne Übertreibung, ist im Vergleich zu diesem Puncher 125er. Wirklich, das sage ich jetzt wirklich ohne Übertreibung, ohne die Hayabusa jetzt auf dem Podest zu heben.
Aber das ist Kindergeburtstag. So, selbst eine stark getunte Super Duke, so wie ich sie habe, ist echt ein Kindergeburtstag. Rein von der Leistung her. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Das fehlen da ein bisschen die Worte. Das Ding reißt so derartig an, dass du wirklich physischen Schmerz hast auf dem Teil. Weil der Oberkörper so derartig nach hinten gerissen wird, dass der Bauch so eine Krampfstarre kriegt nach vorne. Das fährt hier unten in die, was hat denn das da? Die Lendenmuskulatur da beim Ischias da daneben links und rechts. Knapp über dem Arsch, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus, ich bin kein Physiologe. Was man da für eine Kraft in dem Rumpf aufrechterhalten muss, wenn das Ding anfängt anzureißen. Oder wie man die Beine zusammenhalten muss, wie man die Beine an den Tank pressen muss, dass die vom... Na, Winddruck ist es ja nicht, weil ich bin ja serienmäßig mit dem Teil auch schon 300 gefahren. Aber dieser Anriss, wie der versucht, die Beine wegzuziehen. Das gibt's gar nicht. Mal schauen, was das Ladedruck abhängig war. Ob das, wahrscheinlich war mal irgendwas rein vom Gespür her, sage ich mal jetzt bei 400 PS. Man muss sich das mal vorstellen, weißt du, was das für eine Urgewalt ist. Ihr habt gesehen, wie das Ding aufgestiegen ist. Ich konnte es gar nicht glauben. Da waren wir im vierten Gang. Das hat aufgewühlt, trotz langer Schwinge. Wo das Drehmoment reingefahren ist, hat sie versucht, das aufzubäumen. Und das bei, was ich was für ein Speed, ich muss nachher nochmal nachschauen. Man hat ja da gar keine Zeit mehr irgendwie auf dem Tag. Ich habe bloß mal im Augenwinkel gesehen, unter der Ladedruckanzeige, da ist dann 280, 300 und die ist bei 300, ist die drüber gegangen, die Nadel. Und ihr wisst ja, ich habe ja hier das, den Tacho kalibriert per Speedo-Healer auf GPS. Dass mit der nicht bescheißt. Ja, das ist absolut enorm. Ja. Auf der Landstraße da überhaupt ein bisschen Gas zu geben, das ist komplett. Das kannst du komplett vergessen, das kannst du nicht bringen. Das reißt in einer Größenordnung an, das Fahrzeug, das... Meine Frau hat mich letztens gefragt, habe ich da nicht Angst auf der Hayabusa, wie fühlt sich das für dich an, wenn du da vorher aufzeigst? Dann sage ich, das kann ich da schon sagen, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich so an, da hat es doch mal so dieses komische Fahrgeschäft gegeben, da nicht diesen Breakdance, sondern irgend so ein Stern war das, der irgendwie um alle drei Achsen da umeinander gegeistert ist, wie wahnsinnig. Und wenn da jemand vergessen hat, einen Bügel zuzumachen, so ist der Kasala in der Bude. Rein vom Thrill her. Der andere, der Sprecher in seinem Häusl drin sagt, jetzt geht's wieder ab. Okay, let's go, sagt er. Und dann merkst du, der Bügel ist noch offen. Und das ist Turbo Hayabusa fahren. Einfach erklärt. Wahnsinn! Das wahnsinnsfette Beute. Puh, ne, das ist ein starkes Stück. Ja, schon wieder. Brutalst. Einfach nur gemein. Jau, wie du das nach vorne reißt. Das gibt's ja gar nicht. Das geht ja auf keine Kurhaut. Ja, die Ruckzuck auf 1,5 Bar.
Also wie gesagt im Video, nur zum Verständnis, bei 2,1 Bar haben wir 500 PS plus minus und 380 Newtonmeter. Gut, jetzt mit der Veränderung der Vorzündung, weiß ich nicht, Tendenz fühlt sich das so, oder dass das unten rum raus jetzt nochmal ein bisschen stärker ist, aber ob das in Spitzenleistung jetzt zugelegt hat, wirklich, weiß ich nicht. Aber das ist bei diesen Leistungskategorien eh schon komplett egal. Selbst 50 PS hin oder her. Kompletter Wahnsinn. Kompletter Irrsinn, das Ding. Ihr merkt, ich bin ein bisschen mehr gehypt wie sonst. Ich bin ja immer ein ruhiger Typ beim Fahren, muss das sein, weil wenn du hier wahnsinniger bist und voller Nervosität in den Helm reinschreist, dann klatscht du irgendwo am Baumhebel. Da muss man easy und entspannt sein. Man muss hier ruhig bleiben und genug Rechenleistung im Hirn überlassen, um dieses Fahrzeug hier zu bedienen. Von dem her bin ich immer ein bisschen, wirke immer ein bisschen underwhelmed, sage ich mal. Aber das darfst du nicht falsch verstehen, ich habe natürlich eine riesige Freude an sowas. Nur weil ich halt jetzt nicht so das nach außen trage, heißt das nicht, dass das nicht für mich die Obergaudi ist. Aber jetzt bin ich ein bisschen, nach dieser Beschleunigungsaktion jetzt auf der Autobahn, bin ich doch ein bisschen pumped, wenn man sagt. Wahnsinn. Wenn man da ein bisschen rausbeschleunigt und nimmt das nicht hundertprozentig ernst, ich habe jetzt auch gerade den habe ich jetzt ein bisschen leger überholt, dann zieht dir das Motorrad förmlich aus den Händen. Das heißt, das reißt an und du kannst aufgrund der Kraftentfaltung, die auf dem Oberkörper wirkt, einfach die Gashand nicht schnell genug zurückdrehen. Und das dauert eine halbe Sekunde oder so, bis du dir praktisch den Oberkörper angespannt hast und du kannst zudrehen. Aber in einer halben Sekunde bei einem 500 PS Moped kann halt natürlich viel passieren. Aber auch Wahnsinn, wie standhaft der Motor ist, gell? Da bin ich nach wie vor echt sehr, sehr stolz, den so geil hingekriegt zu haben. Ja, und sofort hebt das Vorderrad wieder ab. Mischung zwischen Burnout und Wheelie, jede Beschleunigung. Mein Gott, was machst du denn, Alter? Aber der Schaltautomat, der funktioniert jetzt so, so geil. Das ist echt eine Wonne. Sag ich, glaube ich, immer wieder, aber ich bin jetzt mal wieder begeistert. Ui. Eine ganze Spur innen da drin. Ja, ich sag's immer wieder. Das Motorrad ist wirklich auch für den normalen Betrieb über Land oder selbst durch die Stadt durch. Lammfromm, es ist so ein toller Begleiter. Ich dachte keine Sekunden zögern, mit dem Ding wirklich in Urlaub zu fahren. Schaut euch das so, das hat eine tolle Laufkultur. Wir fahren jetzt, schalte mal in den sechsten Gang. Sechsten Gang, 1800 Umdrehungen, 60 km/h. Und da ruckt und zuckt und da peitscht nichts mit der Kette. Und ich ziehe jetzt einfach auf. Und das Ding zirkt sich aus der Drehzahl einfach raus, ohne Mucken, ohne Zucken, ohne irgendwas. Das ist ein Wahnsinn. Ich bin immer nur im sechsten Gang. Sechster Gang, sechster Gang, sechster Gang, durch den kompletten Drehzahlbereich. Gut, jetzt kommt halt der Lader, ja. Ein Durchzug. Jau! Jau!
Das ist so krank, ohne Schmarrn. Das ist eine Mopete, meine lieben Freunde. Und mit der Wahnsinnssituation, da die sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder auf meinem Kanal Donny Danger Racing Team. Liken, kommentieren und abonnieren, das darf mich wahnsinnig freuen. Ich denke, das war doch ein ziemlicher Wahnsinn. Und für heute langt's. Macht's es gut. Ciao.